So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und heute ist Sonntag bei mir. Wenn ihr das seht, ist Montag, ne? Wir haben wieder den Adi Adventskalender bzw. den Bier-Adventskalender für euch vorbereitet. Ihr seht auch schon, Adi hat Hunger, ne? Das heißt, wir werden direkt den Adi sein Türchen öffnen. Ich bin schon wieder so fertig. Was ist heute eigentlich? Heute ist, ja gut, Sonntag habe ich gesagt. Ich muss mal wieder aufs Handy gucken, ich kann mir nie das Datum merken. Es ist der 12., das heißt, wir müssen die Nummer 13 aufmachen. 13 ist hier unten, Adi, das heißt, wir können diese Tür abreißen und wir können dieses Tütchen rausnehmen. Das ist dein heutiges Tütchen, Adi. Guck dir das an. Das schmeckt. Jetzt stellen wir den aber hier hinter, machen das Tütchen auf. Das sieht wieder sehr rötlich aus, ja. Muss wohl wieder Chili sein. Nicht wie das Gelbe, was wohl Curry ist. Oder das Schwarze, was wohl Barbecue ist. Vielleicht ist es auch alles Mist. Ah, die frisst auf jeden Fall. Aber der muss ja, der hat ja noch nichts anderes gekriegt. Das ist immer extra so fürs Video. Wie die Löwen im Zoo. So, jetzt schnapp nochmal, den Rest packe ich dir wieder hier hinten rein. Kleines Bibi! Dickes Bibi! Jetzt kommen wir zum Bier-Adventskalender! Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Denn gleich geht's ab für Raids für Zuschauer. Da muss man sich schon mal Mut antrinken. Wir brauchen die 13, die ist nämlich hier oben. Und das heißt, wir haben genau die ersten zwei Reihen komplett abgerissen. Und hier ist ein Ü. Ein Ü. Hatten wir nicht letztens ein H? Ein weißes H auf einem schwarzen Hintergrund. Jetzt haben wir ein weißes Ü auf einem schwarzen Hintergrund. Ich glaube, da könnt ihr Buchstaben sammeln und könnt die zusammenfügen. Oh. Das sieht ja wieder sehr gefährlich aus, denn das Ganze ist ein ein Überquell. Das ist kein Überfall, das ist ein Überquell. Forestlager. Ein Waldlager? Sieht auf jeden Fall interessant aus und hier hinten noch heftige Werbung drauf. Spare jetzt 10%. Lust auf mehr Bier? Spare jetzt 10% auf shopüberquell.com mit dem Code Kalea 10. Das ist ja schon wie bei YouTube, die ganzen Influencer, die immer ihre komischen mit dem Code Martin10 sparst du jetzt nochmal, ja. Bei mir mit dem Code Vorhaut10 sparst du auch auf jeden Fall. Hier kommt dein Waldspaziergang in der Flasche mit frischen Aromen von Kiefernadeln, Moos und Leder. Das sind ja ernst, ja? Das Bier für alle Abenteurer, Holzfäller und Outdoor-Lover, ne? Also an sich, die Idee, das Gimmick dahinter, finde ich schon mal richtig genial. Das Etikett an sich spricht mich trotzdem nicht so an. Ich finde, das sieht halt sehr billig aus. Diese Schrift, die sieht wirklich aus, wie als hätte da ein Kleinkind mit Paint einfach nur irgendwas dahingeschrieben. Das ist auch wieder, das ist kein glänzendes Etikett, das ist auch wieder so ein pappiges Etikett. Dann ist das halt alles auch sehr dunkel vom Hintergrund. Klar, es soll einen alten Wald darstellen. Forestlager, auch total billig geschrieben, billig drauf gemacht. Also dieses Design, das hätte ich auch noch hinbekommen. Reicht für mich nicht für eine 3. Mich stört da viel zu viel. Den Stöbel fand ich gut. Aber der Rest ist für mich leider nur, ich glaube, ich gebe hier sogar nur eine 1, weil es einfach viel zu primitiv ist. Ich mag es manchmal simpel, aber das ist mir zu primitiv. Eine 1 für das Etikett. Kommen wir mal zur Farbe und zum Schaum. Also, der Berg ruft, ne? Der Berg ruft, das heißt, der Wald, der scheppert ordentlich rein. Das ist mir ja noch nie passiert. Da habe ich aber gleich schon die Farbe gemerkt, ne? Das scheint sehr dunkel zu sein. Keine Ahnung, wir nehmen uns jetzt unser schönes Bier-Tasting-Glas. Generell, wieso mache ich nicht eigentlich die Ärmel hinter? Sieht doch stylischer aus.
Das schöne Bier-Tasting-Glas, es ist alles vollgesaut. Sieht jetzt aus, als wäre es hier eine Cola. Ein Cola-Bier. Wir füllen mal unser Ü in die Flasche ein. Unser... Ja. Ja, warte mal, ist das jetzt wieder drüber oder was? Ist das... Ah nee, nicht ins Bier. Inspiriert. Ja, die lässt sich inspirieren, genau. So, eingeschenkt. Druck ist ja jetzt nicht mehr da. So leer war das Glas noch nie. Eigentlich quillt das immer alles oben raus, wie sonst was. Aber ist ja schon alles fort. Das heißt, da passt gut was rein. An sich hat das eigentlich eine gute Farbe, weil das ist schön kräftig, ist wie so bernsteinmäßig. Gleichzeitig ist es aber auch richtig trüb. Du kannst da nicht durchgucken, es ist nicht glasklar. Mein Favorit bisher war ja wirklich, wenn es klar ist, wenn du durchgucken kannst, wenn es richtig gemütlich aussieht, aber dann nicht von der Farbe zu hell, sondern eher ein bisschen kräftiger oder ein bisschen rötlich angehaucht, fand ich auf jeden Fall exquisit. Das geht von der Farbe schon in eine gute Richtung, aber ist halt wirklich einfach trüb, komplett trüb. Ist also wieder nicht meins. Würde ich jetzt auch keine 3, würde ich auch einfach eine 2 geben. Sieht aus wie jetzt irgend so ein Saft, ne? Komischer Saft. 1 und 2 bis jetzt. Kommen wir zum Geruch. Ist an sich recht geruchsneutral. Ich vernehme eine ganz kleine Note, die jetzt nicht in eine bittere oder auch nicht in eine sehr süßliche Richtung geht. Ich nehme den Geruch immer noch sehr neutral wahr. Ich würde bei Geruch also einfach eine 3 geben. Wir steigern uns von 1 zu 2 zu 3. Das heißt, Geschmack müsste jetzt eigentlich die 4 kommen. Dann wäre es perfekt. Mal gucken, was das Überquell zu bieten hat im Forestlager. Okay, wir steigen nicht auf zu 4. Wir bleiben, glaube ich, auch nicht bei einer 3. Das schmeckt schon wieder so total bitter, herb, seifisch, ne? Ihr wisst, wie das immer ist. Es ist noch nicht mal, dass du einen wässrigen Geschmack hast, einen leichten Geschmack, ein Leichtbier, was am Ende dann extrem herb im Abgang ist und dir das ganze Gesicht verzieht. Schon während des Trinkens schmeckt das richtig bitter, richtig, ja, Spülmittel schon wieder, so gefühlt. Nee, ich glaube, ich kann das zweite Mal wirklich 0 Punkte vergeben bei Geschmack. Ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Wenn du das absetzt, da kommt so ein extrem bitterer Nachgeschmack nach. Während du trinkst, ist es die ganze Zeit unangenehm für mich. Das bitzelt schon wieder auf der Zunge. Da verdreht sich dir der ganze Magen. Also, kenne ich anders. Habe ich schon, dass du das trinkst und merkst nichts und nur beim Absetzen, da merkst du was, aber das, was du merkst, ist einfach nicht schön, ist nicht angenehm. Auch beim Absetzen wird es dann nochmal schlimmer. Also Forestlager, Überquell, gönnt euch, coole Flasche, ja, cooles Etikett, fällt auf jeden Fall auf, ne? Denkt dran mit dem Code KALEA10, spart jetzt 10%, wenn ihr bei shop.überquell.com einkauft. Und mit dem Code VORHAUT10 spart ihr nichts, aber es sieht lustig aus. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Traust dich gar nicht zu. Dann ist das noch halb so schaumig und so. Boah, dann zieht sich dir einfach alles komplett zusammen. Aus.